schmeiß dir die mal zu. Ey, hast du sie mal? So. Was, wieso? Ey, bleib hier. Bleib in den Utokas Untergang wieder. Danke. Du weißt schon, dass PvP eigentlich nur so teamübergreifend Sinn macht. Ne? Ach so. Oh, wie langweilig ist das denn? Hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen, hier ist wieder euer Nutoka aufs Boot und wir spielen Minecraft Skysonated mit dem guten Kinzi. Los, Hallöchen. Gib mal laut. Hallöchen, miau, miau. Direkt auf den Server. Oh, was ist denn hier los? Genau das gleiche wie vorhin. Oh, da läuft ein Creeper rum, einfach so. Was? Wie? Auf dem Baum oder was? Keine Ahnung. Das kann sein, dass sie oben auf dem Baum spawnen. Kann sein, weil ich sehe hier unten keinen. Und hier ja, der ist auch durchsichtig, also ist er auf einer anderen Ebene, nehme ich an. Okay, also unten drunter ist er nicht, dann muss er oben drüber sein. Ja, aber normalerweise, wenn er von dem Baum runterkommt, ist er futsch, oder? Ja, denk schon. Ich weiß nicht. Jetzt habe ich mich verlaufen. Wo bin ich denn jetzt? Auf der Pimmelstraße. Unsere Insel wird echt immer nicht viel zu groß. So, was brauche ich? Ich brauche 2 Diamanten. Ja, so kann ja jeder kommen, ne? falsch. Die kann man nochmal einzeln rausholen? Ah ja, mit Shift, genau. Und 2 Emeralds. Was ist eigentlich das deutsche Wort für Emerald? Sind das Juwelen? Smaragd. Smaragd. Okay, direkt abändern. Smaragde. Oh, ich hab keinen. Habe ich Diamanten oder Diamant geschrieben? Smaragde. Plural davon sieht komisch aus. Naja, egal. Ich mach noch ein bisschen Lava nebenbei. Ja, ach, der ist ja voll. Ach, was hast du denn schon wieder hier gebaut? Ach du, der Lava-Eimer wird direkt mit Cobblestones versorgt. Ja, klar. Das ist ja fuchsig. Ich mach mir noch nicht mehr Arbeit, als ich eh schon hab. Das ist fuchsig. So. Dann können wir jetzt ja auch theoretisch ganz einfach Lava-Dynamos machen, also Magnetic-Dynamos, oder nicht? Ja, das sollten wir auch demnächst mal in Angriff nehmen. Können wir auch Lava abpumpen? Ja. Ah, können geil. Wir auch. Und direkt die Lava-Generatoren versorgen. Ja, können wir auch. Ja, geil. Das ist doch geil. Ja, so geil! Dann müssen wir noch ein paar Krubikel machen. Oh, ich brauche Redstone. Ich würde sagen, schließen wir an dem Lava, an den Cobblestone-Generator an. Der produziert ja genug. Da müssen wir halt nur mal genau gucken, wie viel man dafür genau braucht. Damit der halt anständig läuft. Weißt du, wie ich meine, weißt du? Ein Sand mehr irgendwo? Doch, da ist doch noch Sand. Mache ich das jetzt auf gleicher Höhe? Oder mache ich das? Mache ich auf gleicher Höhe, scheiß drauf. Ich brauche schon wieder Glas. Mein Glas-Output ist einfach zu hoch. Yeah. War ein paar Glas oder was? Oh, ob das da reicht? Nein, reicht nicht. Ich brauche noch einen Jack's Jungle Wood. Ah, apropos Jungle Wood. Wir müssen noch irgendwo eine Tauschkiste hinstellen. Eine Tauschkiste? Ja. Okay. Wir können nämlich quasi unsere Jungle Wood Saplings zum Tausch anbieten, weil die irgendwie ziemlich gehypt sind momentan. Oh. Aluminium mehr? Gibt's sogar nicht. Ja, ich brauche immer noch Erde, ne? Dafür wollte ich mir ja Eisen machen. Habe ich ja letzte Folge mit angefangen. 64, da habe ich doch Crushed Iron Ore. Sicher. So, Iron Ore Sand. Noch mehr. Noch ein Iron Ore Alu, Sand. Das Alu. Lutsch. So, ein Stick Alu. Dust.
Was passiert eigentlich, mit dir, wenn man Iron Ore Sand oder Dust siebt? Kann man den sieben? Nee. Nee. Kann man nicht. Okay. Alles gut. So, 64 Pulverized Iron Ore. Das kann ich mir jetzt mal schön. Oder muss ich damit noch? Wir haben ja gar keine Kohle mehr. Kohle, 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 Kohle. Schon wieder zwei mehr, eins mehr. Sorry. Ich kann nicht zählen. Bin doof. Hast du nicht noch eine Axt? Mach dir noch eine. Kann ich ja nicht, ich brauch Holz immer noch. Ah, komm. Nee, du brauchst kein Holz, du brauchst Flint und Knochen. Ach stimmt, für eine Axt brauche ich ja nur Flint und Knochen, genau. Oder halt Holz. Ah, verdammt. Haben wir denn noch Knochen? Mein Hammer kaputt. Oh, warte, ich schmeiß dir meinen fast kaputten Hammer vor die Haustür. Vor die Haustür, ich bin aber im Keller. Oh. Da, bitteschön. Juhu. Ja, muss reichen. Muss er natürlich direkt vorwärts kommen, ne? Mach nur Alu, keine Angst. Haben wir keinen Knochen mehr? Alu, gut. Oben ist noch Knochenmehl, doch. Knochen. Ach so. Knochen mehr. Die habe ich in der letzten Folge verbraten. Dann nehme ich Holz. Schlag mich nicht. Ich nehme Holz. Ah ja, Pulverizer, genau. Ja, wir müssen ja unsere Ausbeute maximieren. Ja, ja. Der Polarizer hat schon wieder keine Energie mehr. Alter Vater, ey. Machen wir ein bisschen Holz rein. Zack. Hui, ich kann fliegen. Wir müssen echt mal hier die Kohle sparen und mal eine anständige Energieversorgung hier bekommen. So. Guck dir mal meine Axt an, wo bist du? Hier unten? Ich schmeiße dir mal zu. Ey. Was ist denn noch alles? Was? Wieso? Ey, bleib hier. Gib mir nur Tokas Untergang wieder. Danke. Du weißt schon, dass PvP eigentlich nur so teamübergreifend Sinn macht. Ne? Ach so. Oh, wie langweilig ist das denn? Und wie blöd ist das denn, dass ich jetzt den Baum hochgehen will, ohne dass ich eine Schere habe? Aber ich kann mir keine machen. Hast du nicht noch irgendwas zum Befeuern? Nur für einen Iron? Kann ich nicht auch Zaun verfeuern? Hier sind Junglewood Slabs in der Kiste. Die müssen noch bestimmt zum Verfeuern gehen. Ja, ich glaube, die gehen sogar wirklich. Das ist der Crafting Table. Da ist doch noch Holz in der Dings. Oder wo? Ja, hab ich gerade reingelegt. Ach so, ich brauch Alu. Kann es sein, dass du das Ganze. Ich mache mir mal eben nur einen Iron, ja, danke. Oh, der war fast fertig. Oh, ach, scheiße, ich habe so. So kann man auch die Energie verbrennen. Ich habe sowieso was vergessen. Wo brauche ich noch meinen Hammer, ey? Wie hast du denn das Iron jetzt gemacht? Ach Mann, ey, wir haben so Holzknappheit. Hallo, wie machst du Iron? Du weißt schon, dass das wichtig ist. Wir können unsere Ausbeute verdoppeln, wenn wir es richtig machen. Sogar noch mehr. Ja, warte mal, ich habe jetzt das hier drin. Den muss ich dann nochmal pulverisieren, oder was? Wie war das? Nein. Wo hast du denn das denn her? Aus dem Dingslager. Aus dem Dingslager. Hier Pulverized aus der Iron Ore habe ich jetzt. Ja, das musst du mit 4 Blöcken zusammensetzen. Ja, dann habe ich 16 Dust. Ja, und das musst du auch nochmal zusammensetzen. Was? Nein. Doch? Nee. Doch? Nein. Das muss man nochmal klein poppen, oder nicht? Ja, 4 zusammensetzen und dann klein poppen. Klein poppen. Witziges Wort. Jetzt habe ich keinen Hammer mehr. Hast du noch den Hammer? Ja. Warte, gib mir gerade eine Sekunde. Gott, so unorganisiert gerade, ey. So unorganisiert alles. Ja, aber echt. Nur weil kein Holz da ist. Das wird sich aber gleich ändern. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, was ich machen will.
Oh, du machst mich fertig. Ah ja, ich wollte einen Pitstone. Cobblestone, Aluminium und einen Redstone brauche ich noch. Ah, verdammt. Zack. Puh, das müsste jetzt Iron Ore Sand sein oder so. Oder? Was ist das? Iron Ore Dust, immer noch. Ah, den muss man brennen. Den muss man. Nein, den muss man auch wieder zusammensetzen. Oder? Nee. Nein. Weil erst hat man Broken, dann kommt. Was kommt danach? Warte mal noch kurz. Ich mach da noch gerade einen Redstone rein. Du kannst mal schlafen legen. Ich mach mir noch gerade ein Eisen. Dann pack ich dein Aluminium auch wieder rein, keine Angst. Kinsey macht mich crazy! Vorm Ofen liegt dein Aluminium. Ja, ja, wie immer. Hab ich noch eine Chest? Ne, ich hab keine Chest mehr. Mal gucken, wie der Creeper mich vielleicht oben begrüßt. Gehst du auf den Baum? Interessant. Ja, ja, das ist. Hier ist noch ein Aluminium in der Kiste, ne? Ja, da kommen ja die fertigen Sachen rein. Das hat ja auch seine Richtigkeit so. Ich habe eine Schere. Soll ich, dass ich das Ding ja richtig angeschlossen bekomme? Gut aus, oder? Nein, sieht nicht gut aus. Verdammt. Und schon wieder Bäume am Farm. Ach, wie geil. Mit Notokas Untergang. So, jetzt ist es richtig rum. Das macht er gerne. Ah, muss den auch noch wegnehmen und den kann ich aber rein. So, sehr schön. Expect a lag for a short while. Ah, Schere, da ist die Schere. Na, Sneaking. Sollte gut sein. Und alles nur für Erde, ey. Guck mal, was jetzt passiert. Okay, weg ist es. Geben wir dem eine Sekunde. Oder zwei, oder drei, oder vier. Na los. Hier wieder hoch. Da wieder hin. Da wieder hin. Das weg. Weg. Nein. Fail. Wieso? Sag nicht, du bist wieder runtergefallen. Na, alles gut. Ich regel das schon mit Notokas Untergang. Kann ja nichts mehr schief gehen. Yep. Ach ja, klar. Ich muss natürlich den Eingang auch noch konfigurieren. So. Dann könnte es schon besser gehen. Nein. Oh, da kann ich nicht hoch, oder was? Hä? Das funktioniert? Ist ja cool. Aber der Creeper ist ganz oben. Ja, dann schmeißen wir runter. Ja, erstmal hochkommen. Ah, jetzt geht's, sehr schön. Ah, gut, gut, gut. Ich hab mal noch einen zweiten autonomes Activator dahin platziert, das heißt, wir bekommen jetzt doppelt so schnell das Zeug raus. Hä? Das gesiebte Zeugs, weißt du? Verstehst du? Ja. Ey, weißt du, verstehst du? Hier ist gar kein Creeper. Hä? Hm. Aber jetzt ist er. Jetzt ist er aber doch auf der Karte weg. Ja, du siehst ihn auch, ne? Nee, jetzt nicht mehr. Ach so, ich sehe ihn noch. Hm. Oder deine dicke Rummel ist noch da. Ah, doch, genau. Er ist noch da. Ah, der hat sich unter ein bisschen Laub versteckt. Ein Kampf. Nein! Oh, Glück gehabt. Jetzt ist er weg.
Jetzt ist er weg, ja. Jetzt ist er wirklich weg. Jetzt ist er weg. Ja, schön. So, haben wir noch ein bisschen Sand hier rein. Flutsch, flutsch, flutsch. So. Hier kommen jetzt schon wieder Diamanten in die Kiste am Schluss. Das soll doch nicht so. Warum? Okay. Ja, ich hätte die Kiste weiter nach hinten setzen müssen. Naja, egal. Geht auch so. So. Geronimo! Oh nein, er bringt sich noch um. So, jetzt machen wir hier irgendwo noch eine Tauschkiste hin. Da hin kommt die. So, zack. Hast du noch Zufälle? Ah, ne, du bist ja runtergefallen vor 2 Folgen. Ist ja wahr. Wenn du von diesem Baumfellgedöns einen Setzling hast, dann kannst du den in die Tauschkiste hier machen. Mhm. Vor unserem Mob-Spawner. Mhm. Oh. Der Baum ist aber komisch gewachsen. Hm? Aha. Oh, da klaut er mir schon wieder alles. Ich kann nichts dagegen machen. Kannst du schon mal in die Kiste bitte machen? In die Barrels. Ich brauche Erde. Jo. 25 Erde brauche ich, alter Schwede. Da bin ich auch wieder die ganze Folge beschäftigt. Ich brauche auch bitte. Erde. Was? Ich brauche auch ein bisschen Erde. Warum das denn? Weil wir brauchen noch Rubber Saplings. Und die bekommen wir nur, wenn wir Erde sieben. Die sind relativ wichtig. Boah, also. Da muss aber ganz viel Erde. Du, meinetwegen, also der Mob-Spawn-Bereich ist jetzt ja erstmal weg. Wenn du mutig bist und Lust hast, da hinten, in dem linken Ei, ist noch ganz viel Erde. Wo? In dem linken Ei, wenn du verstehst, was ich meine. Im linken Ei. Ich habe den Mob-Spawner mal nochmal aktiviert, damit wir nochmal das tägliche Quest da machen können. Ein paar Zombies kann man immer metzeln. Oh, es ist noch gar nicht Nacht. Was wollte ich machen? Ich wollte was essen, genau. Beziehungsweise was trinken. Ich habe nur 2 Jungle Saplings bekommen. Ja, 2 hatte ich auch schon bekommen. Die habe ich in die Kiste gemacht. Ich habe hier aber einen Baum abgeholzt, deswegen pflanze ich einen erstmal wieder. Ja, klar. Damit ich nochmal, dann muss ich das nächste Mal mit einem Crook dabei gehen, Saplings zu bekommen. So. Ja, also normalerweise sollte aber auch ein Sapling reichen. Für den großen Baum ja nicht. Nee, aber für zu tauschen. Wir wollen sie ja auch nicht zu sehr verwöhnen. Na, komm. Einer muss reicht wirklich, ja. Naja, deswegen. Everything is green, if you know what I mean. Es gibt übrigens eine Weed-Mod. Was war das für eine kreative Pause? Ja, kreativ halt, ne? Oui. Ah, ja, okay. Ist klar. Egal. Ja, nie ist klar. Gibt's aber wirklich. Hat der Schaffel vorgestellt. Guck, wenn du jetzt hier reinguckst, haben wir jetzt 2 Siebe. Hatten wir das nicht sowieso? Ja, 7 ja, aber die funktionieren jetzt auch beide, weil hinten jeweils ein... Oh. Du stehst da nicht so gut. Nee, sehe ich auch gerade. Weil da jeweils ein autonomes Activator hinter sein muss. Ja. Exotic Seed? Oh yes, wir haben Ancient Spores, wir können endlich Pilze machen. Yeah, yeah, yeah. Da können wir auch, da können wir irgendwie auch Seelensand mitkriegen, ne? Yep. Yes. Das ist sehr genial jetzt. Gut. Sehr gut. Wieder ein Meilenstein. Den Sand wieder da rein machen. Oh, ich habe sogar noch ein bisschen dekorativen Zaun. Dekorativen Zaun? Ja. So, dann brauchen wir erstmal Wasser. So. So, dann ist auch jedem erkennbar, dass es hier in den Keller geht. Hier mache ich ein bisschen. Ich mache mal anders. Das machen wir anders. Warte mal. Ich hab ja Tokis Axt. Lutsch. Der Baum hier kommt weg. So. 5. Hab ich gerade beschlossen. 7. Also kann ich auf jedem 1,5 freilassen. So ein Mist. Das wird nicht synchron. Das wird nicht schön, meine ich. Egal. Ich hab gerade einen deiner Bäume weggemacht, ne? War ja okay. Was?
einen deiner Bäume weggemacht. Sind doch alle noch da. Nein, der, den du hier neu gepflanzt hast, der ist weg. Der neue? Der bleibt auch weg. Da wollte ich eigentlich Saplings draus machen. Ja, da sind auch noch genug. Weil wir werden jetzt hier mal anfangen, ein paar Pilze zu kreieren. Okay. Das brauchen wir nämlich auch. Sonst baue ich gerade nochmal einen neuen Jungle-Baum. Ja, ich brauche halt den Platz hier. Making Witch Water. Okay, und da muss Sand rein, soweit ich weiß. Ich google mal Soul Sand. Hallo? Warum zeigt der es nicht an? Dann gucken wir halt im Questbuch. Ganz oldschool. Leg hier to start, bla bla bla. Fungus Among Us. Placing sand into a barrel of witch water. Okay. Oh, und ein Mushroom. Hallo? Wo ist er hin? Hä? Der Mushroom ist weg. Ah, ne, da ist er. Okay. Er kam etwas verspätet in meinem Inventar an. Er hat aber gerade einen Serverlag irgendwie. Ja. Auch gerade beim Essen bemerkt. Oh, beim Essen. Sand, Sand, Sand. So, mal eben zwischendurch ein paar Möhrchen geerntet. Melonen, Exotic Seeds. Kein Knochen mehr, keine Gießkanne, dann wachs halt so. Nein, ihr sollt da nicht raus. Bleibt gefälligst hier, du doofes Ozelot. Ah, oh, es ist doch einer entfleucht. Zwei. Ist doch egal. Ja, die ja gut, die Maul miauen ja nicht. Miau, miau, miau. Yes. 13 Erde. Oh, ich muss normalerweise immer... müssten wir jetzt ein Quest abschließen können. Ja, Claim Reward. Roher Fisch oder ein Holzschwert? Ich glaube, ich nehme mal ganz dreist das Holzschwert. Oder habe ich nicht schon ein Holzschwert? Holzschwert. Das geht aber besser. Mach dir doch eins mit Tinkers. Ja, aber das ist verzaubert. Und oh mein die andere Option ist ein roher Fisch. Na gut, ich hole mir den rohen Fisch, okay. Was? Verzauberter roher Fisch. Verzauberter roher Schilf. Nein, nicht Schild. Fisch. Welche ist denn das? Okay, ich habe einen Fisch, einen rohen Fisch mit Feueraspekt. Nee, jetzt nicht echt, ne? Ich nehme das Wundenswort. Oh, wir müssen Abmord machen. Wir haben nämlich ach, hör mal auf, nein. Oh, doch, doch. Ja, Freunde der Nacht, ich bin dran, oder? Ja. Okay. Mach, was du nicht lassen kannst. So, erstmal ein Leben wieder dazu, damit der Kinzi wieder sterben kann. Und in diesem sehr Sinne verabschieden wir uns. Oh, auf der Map sieht's interessant aus. Nächste Folge wird witzig. Wir gehen ein paar Monster schlachten. Oh. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, sollen wir direkt weitermachen und schlachten?